somit kommen wir zum Traktandum 71, der Traktandenliste und der Protokolle. Gibt es Wortmeldungen zur Traktandenliste? Das ist nicht der Fall. Somit bleibt die Traktandenliste wie vorgeschlagen. Wir kommen zur Genehmigung der Protokolle Nummer 29 vom 9. Juni und Nummer 30 vom 30. Juni 2009. Es sind zwei Berichtigungen eingegangen. Zum Protokoll Nummer 29 hat der Gemeinderat Patrick Steine eine Überprüfung mittels Protokoll verlangt, betreffend eine Aussage, die Herr Müller auf Seite 1542 gemacht hat. Der Stadtpräsident beharrt auf seiner Aussage oder besteht auf der Aussage, dass sie Richtigkeit hat. Dann zum Protokoll 30 wurde vermerkt, dass auf Seite 1668 fälschlicherweise Wohnhaus steht statt Hochhaus. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, somit können wir die Protokolle genehmigen. Wir kommen zu Traktandum 2, Einwände, parlamentarische Vorschüsse und Einwahlen. Am 6. Juni eingegangen ist eine Interpellation von Astrid Estermann betreffend Engagement der TR-Akademie und SKG für die Abstimmungsbroschüre der Stadt Zürich. Sie hat um schriftliche Beantwortung gebeten. Sie steht heute bereits auf der Traktandenliste und wird dann im Inhalt der Traktandum 15 behandelt. Dann wurde am 6. Juli eingegeben von Urban Simaganisan ein Postulat betreffend städtisches Angebot für billiger SPD-Tageskarten erweitern und verbilligen. Das Postulat wird an der nächsten Sitzung zur Überweisung proklamiert. Am 22. Juli ist eine Interpellation von Uwe Lies eingegangen zum Erwerb der Liegenschaft Grabenstraße 6. Es wird um schriftliche Beantwortung gebeten. Der Stadtrat hat dafür 3 Monate Zeit, also bis zum 8. Dezember. Weiter eingegangen ist am 3. August eine Interpellation von Herrn Manuel Brandenberg zum Thema 1. August. 1. August-Regel in der Stadt Zug Dr. Oswald Sick. Es wurde um schriftliche Beantwortung gebeten und die Antwort liegt uns bereits vor. Sie wird unter Traktandum 16 behandelt. Am 7. September ist ein Postulat der FDP-Fraktion, der ganzen Fraktion eingegangen, betreffend öffentlich zugängliches Gratis-Weinrennen in der Stadt Zug. Über die Überweisung wird an der nächsten Sitzung traktandiert. Dann haben wir vom 7. September von Patrick Steinle eine Interpellation zu Velo- und Fußgängerverkehr in Zug West. Es wird ebenfalls um schriftliche Beantwortung gegeben. Der Stadtrat hat dafür 3 Monate Zeit von heute gerechnet. Somit kommen wir zu Traktandum 3. Motion von Martin Eisenring betreffend behindertengerechte Schulhäuser, Verwaltungsgebäude und weitere Häuser in städtischem Eigentum. Es geht um die Überweisung. Gibt es Anträge, diese Motion sofort zu behandeln? Das ist nicht der Fall, somit ist die Motion bereits von den Stadtrat überwiesen. Er hat 2 Monate Zeit, den Gemeinderat Bericht und Antrag zu unterbreiten. Wir kommen zu Traktandum 4. Liegenschaft Neustadt 2, Umbau zu Alterswohnungen. Es geht um den Projektierungskredit. Es liegen uns vor Bericht und Antrag des Stadtrates, der BTK und der GTK. Und ergänzt wurde ein aktualisierter Terminplan auf Wunsch der GTK. Gibt es Worte zum Eintreten? Das ist nicht der Fall, sondern die Seitenwerten
Stichwahlen beschlossen. Willkommen zur Detailberatung. Wünscht der Vorsitzende der BDK das Wort, Stefan Ross. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hätte nicht gedacht, dass mein kurzer Auftritt als Vorsitzender der BPK so lange andauern wird. Aber da hat ja die Sommerpause dazu beigetragen. Es ist also schon eine Weile her, als wir das behandelt haben in der Bau- und Planungskommission. Die Bau- und Planungskommission hat mit 62 Stimmen dem Rat empfohlen, diese Vorlage anzunehmen. Trotzdem war dieses Geschäft ziemlich umstritten und hat einige wichtige Fragen aufgeworfen. Können diese Alterswohnungen zum Beispiel in diesem Preissegment vermietet werden? Findet sich da die nötigen Interessenten? Oder ist es noch Aufgabe der Stadt, Alterswohnungen in diesem Segment anzubieten? Und entspricht das Projekt überhaupt noch den Vorgaben des Wettbewerbes, eben günstige Alterswohnungen zu realisieren? Ich habe den Eindruck, dieses Projekt hat schlecht angefangen. Und wie so oft, wenn ein Projekt schlecht anfängt, bleibt der Wurm drin bis zum Schluss. Ich persönlich frage mich langsam, ist das ein Schrecken ohne Ende oder sollte man vielleicht ein Ende mit Schrecken fordern? Auf jeden Fall ist in der Planungsphase, wir sprechen ja einen Planungskredit, ist der Stadtrat gefordert, diesen Wurm, der da schon ein bisschen drin ist, wieder rauszubringen. Nicht, dass wir am Schluss oder vor dem Baukredit dann wieder eine Planungsleiche verabschieden müssen. Besten Dank. Ich wünsche dem Präsidenten das Wort, Herr Uwe Wies. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, jede Medaille hat zwei Seiten und jedes Bauvorhaben der Stadt Zug hat seine Vorzüge und Nachteile. Beim Umbau des Schulhauses Neustadt 2 zu einem Gebäude mit Alterswohnungen sind die Vorteile für jedermann klar ersichtlich. Die Nähe zum Altersheim Neustadt beinhaltet ein offensichtliches Synergiepotenzial im pflegerischen und in anderen Bereichen. Der Bedarf an zusätzlichen Alterswohnungen, das ist der zweite Vorteil, kann in nützlicher Zeit abgedeckt werden. Die Nachteile sind leider auch nicht zu übersehen. Erstens, anstatt wie ursprünglich vorgesehen Wohnungen im preisgünstigen Segment, wird es nun solche im mittleren bis oberen Preissegment geben. Und dies trotz der doppelten Vergünstigung beim anrechenbaren Bodenpreis. Und zweitens, ein an sich voll funktionsfähiges Schulgebäude wird aufgegeben. Einmal mehr zeigt sich, meine Damen und Herren, dass, bevor man einen Architekturwettbewerb oder in diesem Fall ein Studienverfahren einleitet, es dringend geboten ist, die Gesamtsituation und die Bedürfnisse so genau wie nur möglich zu evaluieren und dann, gestützt auf diese seriösen Abklärungen, die Wettbewerbsvorgaben äußerst präzise festzulegen. Hier wird, und das ist meine Bitte an die geschätzte Bau- und Planungskommission,
Hier wird die BPK in Zukunft ein verschärftes Augenmerk auf die Vorarbeiten richten müssen, die zur Ausschreibung von Wettbewerben führen. Ansonsten laufen wir nämlich Gefahr, dass wir von Mal zu Mal in einem späteren Zeitpunkt und gelegentlich sogar zu spät ein Gewissen aus den Träumen gerissen werden. Mit diesen Bemerkungen verweise ich auf den schriftlichen Bericht der GPK und beantrage Ihnen Zustimmung zur Vorlage des Stadtrates mit der kleinen von uns beantragten Änderungen in Ziffer 3 des Beschlussentwurfs. Danke. Wünscht der Stadträtin jetzt das Wort? Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Stadt Zug weitere Alterswohnungen braucht. Dazu eine aktuelle Zahl. Zurzeit haben wir 160 Personen auf der Warteliste. Es braucht also dringend neue Alterswohnungen. Ich glaube, wir sind uns auch darüber einig, dass Alterswohnungen nicht irgendwo am Rande unserer Stadt gebaut werden sollten. Wir sind es unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht mehr so mobil sind, schuldig, dass sie in Zentrumsnähe wohnen können. Dort, wo sie auch einkaufen, dort, wo ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln vorhanden ist, dort, wo sie noch am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und zum Schluss auch noch dort, wo die Infrastruktur eines Altersheims mitbenutzt werden kann. Erlauben Sie mir, die vielen weiteren positiven Aspekte dieser Vorlage im Hinblick auf die nachfolgende Diskussion kurz zusammenzufassen. Die Lage der Liegenschaft Neustadt 2 ist geradezu ideal, um sie für Alterswohnungen umzunutzen. Wie bereits erwähnt, liegt sie in unmittelbarer Nähe neben dem Alterszentrum Neustadt. Die Mieterinnen und Mieter haben die Möglichkeit, von den diversen Dienstleistungen des Alterszentrums Neustadt bei Bedarf Gebrauch zu machen. Sei dies bei einem Notfall zur Besorgung der Wäsche, für Mahlzeiten und so weiter. Mit der Aufstockung entstehen in den drei Obergeschossen zusammen 18 Alterswohnungen mit einem zeitgemäßen Ausbaustandard. 10 Zweieinhalbzimmerwohnungen und 8 Dreieinhalbzimmerwohnungen. Die ehemalige Zivilschutzanlage im Untergeschoss kann mit dem Umbau für Parkplätze und Archivräume genutzt werden. Mit den im Erdgeschoss vorgesehenen Räumen für Arzt- und Physiotherapiepraxen erhält das bestehende Dienstleistungsangebot im Quartier eine Ergänzung. Die vorgesehene Umnutzung mit einem Umbau ist kostengünstiger als ein Neubau. Nach dem Umbau erreicht das Gebäude den Minergie-Standard. Es besteht eine ausgewiesene Nachfrage nach Alterswohnungen auch in einem mittleren Preissegment. Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang abschließend folgende Bemerkungen. In den Diskussionen in unserem Rat wie auch in der Kommission wurde ausgeführt, dass es sich bei den vorgesehenen Mietpreisen nicht um ein mittleres, sondern um ein hohes Preissegment handeln würde. Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, nehmen Sie sich demnächst einmal ein paar Minuten Zeit und studieren Sie das Mietangebot im Zuge Amtsblatt. Sie werden schnell feststellen, dass unsere vorgesehenen Mietpreise für neue Wohnungen an einer guten Zentrumslage sehr wohl im mittleren Preissegment liegen. Der Stadtrat ist überzeugt, dass die Wohnungen auch problemlos vermietet werden können. Ich erinnere Sie hier an die Warteliste. Geschätzte Damen und Herren, das Umbauprojekt überzeugt städtebaulich und architektonisch. Es ist ein Gewinn für das Neustadtquartier. Der Umbau der Liegenschaft Neustadt 2 zu Alterswohnungen ist notwendig. Das vorliegende Projekt wurde gemäß den Anforderungen der Bauplanungskommission optimiert. 18 Alterswohnungen sind beim heute ausgewiesenen Bedarf zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist zumindest ein Anfang, um diesen Bedarf in Zukunft auch wirklich entsprechen zu können. Ich bitte Sie und danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Herr Schoner, Hans-Christen. Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, die Wohnungsmieten wurden
kritisiert von Ihnen, das trifft zu, aber Sie kennen auch den Markt. Einerseits hat die GPK beantragt, den Landpreis auf 600 Franken festzusetzen. Das habe ich an der GPK-Sitzung so entgegengenommen. Das würde aber noch nicht so viel ausmachen auf die Mietzinse. Aber Sie haben sicher auch der Presse entnommen, dass der Bundesrat den Referenzzins von 2,5 auf 3% gesenkt hat. Es ist auch vorauszusehen, dass im Frühjahr der Referenzzins auf 2,75% gesenkt wird. Also wir sind da in einem sehr volatilen Umfeld zurzeit mit den Mietzinsen. Ich habe meine Abteilung Immobilien beauftragt, diese 600 Franken jetzt einzusetzen und anstatt 5% Bruttorendite einen Kapitalisierungssatz von 4,5% zu nehmen. Das wäre dann die Bruttorendite mit 4,5%. Es gibt eine sehr interessante Rechnung, also ein sehr interessantes Resultat, wie Sie da unten rot angestrichen sehen, würde das durchschnittlich eine Wohnung um 500 Franken verbilligen. Das ist eine sehr interessante Erkenntnis aufgrund Ihrer Kritiken. Aber das ist auch der Markt, der zurzeit so spielt. Also wir haben in der Vorlage 2,5-Zimmerwohnungen zwischen 54 und 58 Quadratmeter, 1800 bis 2200 Franken. Das würde jetzt 1300 bis 1700 Franken ausmachen. 3,5-Zimmerwohnungen, die sind natürlich auch sehr viel größer mit 73 bis 86 Quadratmeter, von 2300 auf 3000 Franken in der Vorlage würden neu jetzt mit diesem Landpreis und diesem Kapitalisierungssatz 1800 bis 2500 Franken ausmachen. 2500 Franken wäre dann wirklich die oberste beste Wohnung in diesem Haus. Aber ich glaube, wenn wir da die anderen Mietzinse anschauen, dann muss ich sagen, dass es sich gelohnt hat, das neu zu rechnen, aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und ich glaube, das sind schon Erkenntnisse, die man in die Überlegungen einbeziehen muss mit diesen Mietzinsen. Ich habe diese Berechnungen heute Nachmittag erhalten und sie waren für mich sehr interessant. Und ich habe gedacht, dass ich die Ihnen sofort unterbreiten muss. Ich glaube, das ist eine ganz neue Ausgangslage. Und ich glaube, die Kritiken, die angebracht wurden, hat mich das erstaunt, dass er als BPK-Mitglied vor allem die finanztechnischen Probleme da untersucht hat. Wäre eigentlich eine Aufgabe der GPK. Aber nicht desto trotz, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, das wären jetzt zurzeit Mietzinse. Und wenn der Referenzzins natürlich dann noch weiter sinken würde, aber da kann ich Ihnen ja keine verbindliche Aussage machen, würde das nochmals zurückgehen. Aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, die neuen Mietzinse für die Wohnungen in Neustadt 2. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Schaller, Andreas Kossmann. Frau Präsidentin, geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, liebe Gäste. Ich möchte das Alterskonzept der Stadt Zug kurz zitieren. Der Stadtrat möchte im Schatten jedes Altersheimes auch Alterswohnungen bauen. Es ist uns jetzt fast überall gelungen. In Oberwil haben wir städtische Alterswohnungen. Im Hertie hat die Kooperation solche Wohnungen in unmittelbarer Nähe. In Frauenstein sind 36 Wohnungen bewilligt. Die Warteliste ist schon über 36 Personen, nur für Frauenstein. Neustadt, das sind ebenfalls sehr gewünscht, dass dort solche Wohnungen entstehen. Warum? Die älteren Personen wünschen Sicherheit. Ein Sicherheitsgefühl gibt ihnen Lebensqualität. Und diese Lebensqualität nimmt gerade bei einzelnen Personen ab, wenn sie diese Sicherheit nicht spüren, dass sie einen Knopf drücken können, dass jemand schauen kommt und so weiter. Darum möchte ich Ihnen sehr empfehlen, diese Alterswohnungen zu bewilligen, auch wenn sie im mittleren Segment sind.
Isolierte Alterswohnungen, wie wir sie in Bergli haben, sind für uns problematisch. Wir müssen da eigene Sicherheitskonzepte aufbauen. Die Leute in den Alterswohnungen werden auch immer älter. Wir haben in Bergli sehr viele Leute, die über 90 Jahre alt sind. Und da muss täglich eine Überprüfung da sein, sind sie noch lebendig und sind sie noch da. Das ist so. Wirklich, also jeden Tag gehen wir dort via Securitas, also jemand, der den Knopf schaut, ob der Knopf gekehrt ist, dass sie ein Lebenszeichen gegeben haben. Und das ist bei den anderen Alterswohnungen nicht möglich. Danke. Das Wort an die Fraktionen. Frau Kollegin Schocker, für die FDP. Geschätzte anwesende Frau Präsidentin, das vorliegende Bauprojekt als solches, das würde unsere Fraktion noch einigermaßen zu überzeugen vermögen. Hätten wir nicht andere Vorgaben gesetzt und eine andere Idee gehabt, eben vom preisgünstigsten Wohnungsbau, so könnten wir eigentlich zustimmen. Wir haben aber einfach etwas anderes bestellt, als wir jetzt vorliegen haben. Offensichtlich können an diesem Standort keine preisgünstigen Wohnungen realisiert werden. Da fragen wir uns halt, war man wieder einmal zu blauäugig oder ist man unprofessionell vorgegangen oder hat man nicht richtig begonnen. So oder so, irgendwo scheint etwas schief zu laufen und der Wurm ist jetzt schon drin. Und einfach aufgrund von gemachten Erfahrungen haben wir da ein schlechtes Bauchgefühl und manchmal ist eben das Bauchgefühl doch das Beste. Wir raten aber auch im Alterswohnungsbau eine gewisse Konzeptlosigkeit des Stadtrates. Ein Leitbild allein, das reicht einfach nicht. Dass wir im Alterswohnungsbau etwas tun müssen, das ist uns allen klar und das scheint ja wohl unbestritten zu sein. Unklar sind jedoch Fragen über die benötigte Zahl solcher Wohnungen, Kosten, Preissegmente, die Rolle der Stadt und auch jene von privaten Investoren und so weiter. Wir erachten es als nach wie vor höchst bedauerlich, dass Altersresidenzen im gehobenen Standard, die von privater Seite im Belvedere hätten realisiert werden können, abgewürgt wurden. Und nun soll jetzt einfach wieder die Stadt einspringen. Das gefällt uns nicht. Wir haben uns aufgrund der Erkenntnis, dass keine preisgünstigen Wohnungen im Neustadt 2 möglich sind, ernsthaft mit dem Gedanken in unserer Fraktion auseinandergesetzt, auf Verkauf der Liegenschaft zu plädieren. Eine Auflage zur Realisierung von Alterswohnungen im gehobenen Standard hätte dabei in Betracht gezogen werden können. Von dieser Idee sind wir jedoch wieder abgekommen, denn Objekte dieser Art verlangen nach mehr Umschwung, damit eine Residenz mit parkähnlichem Charakter realisiert werden könnte. Wir müssen uns einmal mehr aber bewusst sein, dass ein Erstellen von Wohnungen, insbesondere im gehobenen Segment, keine staatliche Kernaufgabe ist. Einzig unter dem Aspekt eines längerfristig soliden Investments für die Stadt hätte unsere Fraktion über ihren liberalen Schatten springen können und die vorliegende Idee mittragen können. Doch schon liegen wieder erste Forderungen von links auf dem Tisch, wonach der Landwert mit 600 Franken pro Quadratmeter festgesetzt werden soll. Und so etwas lehnen wir einfach entschieden ab. Ja, das hat bei uns das Fass zum Überlaufen gebracht und wir sind gekehrt. Uns passt einfach zu viel an dieser Vorlage nicht. Nach langem Abwägen sind wir zum Schluss gekommen, dass wir die Lokalität besser weiterhin dem Zweck der Bildung belasten. Erstens tut Konkurrenz von Privatschulen unseren staatlichen Schulen sicher nicht schlecht, sondern nur gut. Zweitens widerstrebt es unserer tiefen liberalen Überzeugung, Wohnungen im mittleren bis oberen Segment mit subventioniertem Landpreis zu erstellen. Wer hätte denn da überhaupt Anrecht? Fragen über Fragen, die der Stadtrat offen lässt. Deshalb lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Die FDP wird die Vorlage zurückweisen. Frau Karin-Henke für die SP.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Der Bedarf an Alterswohnungen ist für die SP-Fraktion unbestritten, aber nicht so. Zur Erinnerung ein Ausschnitt aus dem Programm des Studienauftrags vom 3. April 2007. Zwei wesentliche Rahmenbedingungen sind Bestandteil des Auftrags. Einerseits ist es Aufgabe der öffentlichen Hand, kostengünstigen Wohnraum für Betagte zur Verfügung zu stellen. Andererseits möchte die Stadt Zug eine klare Haltung im Bereich der Energiepolitik manifestieren, Minergie-Standard. Folgerichtig lauteten die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen des Studienwettbewerbs, damit die Wohnungen im Rahmen des Wohnbauförderungsprogramms von Bund und Kanton vermietet werden können, müssen die diesbezüglichen Kosten innerhalb der Anlagekostenlimiten des Bundesamtes für Wohnungswesen respektive des Wohnbauförderungsgesetzes liegen. Im Bericht und Antrag des Stadtrats ist weiterhin von preisgünstigen Alterswohnungen und Minergie-Standard die Rede. Die Vorlage wurde damals von der BPK zurückgewiesen mit dem Hinweis, dass das Projekt für den preisgünstigen Wohnungsbau zu teuer sei. Zudem erfülle das Projekt den Minergie-Standard nicht. Im Ergänzungsbericht klärt der Stadtrat dann auf, die Jury war sich aufgrund der Kostenvergleiche des Büros für Bauökonomie bewusst, dass mit dem ausgewählten Projekt auch höhere Baukosten anfallen und die Anlagekostenlimite des WFG nicht eingehalten werden können. Fazit: Realisation von preisgünstigen Alterswohnungen nicht möglich. Neue Zielsetzung: Alterswohnungen mit gehobenem Standard. Wieso hielt sich die Jury nicht an ihre eigenen Zielvorgaben? Führte dies zu einer ungleichen Ausgangslage für die eingereichten Projekte? Wäre mit einem anderen Projekt gar preisgünstige Wohnungen möglich geworden? Wurde das falsche Projekt ausgewählt? Aufgrund der Machbarkeitsstudie vom 2. September 2006 schienen preisgünstige Alterswohnungen durchaus realisierbar und wurden deshalb im Studienauftrag auch so als Zielsetzung formuliert. Mit nur 18 geplanten Wohnungen ist der Anlagewert pro Wohnung 50-100% höher als die Grenzwerte der Wohnbauförderung. Den Landwert von 1200 auf 600 Franken pro Quadratmeter zu senken, wie die GPK beantragt, ist eine logische Konsequenz. Wieso nicht gar auf 500 Franken, wie im Studienauftrag definiert? Da die Landkosten aber nur rund 14% der Anlagekosten ausmachen, bleiben diese vermutlich immer noch viel zu hoch für Subventionen. Die BPK korrigierte die Alterswohnungen ehrlicherweise vom mittleren ins obere Preissegment. Für die SP-Fraktion fing diese Geschichte gut und vielversprechend an, nahm aber eine unglückliche und für uns unakzeptable Wendung. Gerne hätten wir den Stadtrat bei der Umsetzung von preisgünstigen Alterswohnungen unterstützt. Zu Wohnungen im mittleren Preissegment könnten wir uns vermutlich auch bekennen. Aber beim nun vorliegenden oberen Preissegment hört unsere Solidarität mit diesem Projekt auf. Der Bedarf an Alterswohnungen ist unbestritten in jeder Preisklasse hoch. Aber die Aufgabe der öffentlichen Hand ist es, kostengünstigen Wohnraum für Betagte zur Verfügung zu stellen. Diese Aussage steht so im Studienauftrag und deshalb hat die Jury und auch der Stadtrat seinen selber gestellten Auftrag nicht eingehalten. Die SP-Fraktion beantragt angesichts der extremen Richtungsänderung die Zurückweisung des Geschäfts. Dies zur Überarbeitung mit dem Ziel, Alterswohnungen im Rahmen der Wohnbauförderungsprogramme von Bund und Kanton zu erstellen. Eine Zwischenfrage, deshalb hier ein Rückweisungsantrag, war der Antrag der FDP auch Rückweisung? Nein, ich muss präzisieren, wir haben schnell einen Ablehnungsantrag gefunden, wir mit der Ablehnung nicht vorkommen, dann haben wir einen Wahlantrag. Gut, dann müssen wir eigentlich direkt zum Rückweisungsantrag gehen. Gibt es noch Voten zur Rückweisung? Sonst stimmen wir in die Rückweisung ein. Geschätzte Damen und Herren, ja, das Vorgehen wäre eigentlich wichtig. Aber wir alle wissen, dass wir eine neue GSO in der Pipeline haben und darin ist vorgesehen, dass wir bei Rückweisungsanträgen zuerst die Fraktionen anhören und dann entscheiden über den Rückweisungsantrag. Und ich möchte Ihnen vorschlagen, dass wir jetzt noch alle Fraktionen anhören und nachher erst über den Rückweisungsantrag abstimmen. Ich hoffe, Sie können sich damit einverstanden erklären. Es wäre sinnvoll, vielleicht die SVP, die CVP noch zu hören. Gut,
Mensch und Manuel Brandenberg. Die SVP-Fraktion ist nicht damit einverstanden. Die neue Geschäftsordnung ist noch nicht in Kraft. Wir halten uns an das jetzige Gesetz. Ich finde, wir sollten das jetzt sauber vorleben, dass wir uns hier an das Gesetz halten und werden dann bei den nächsten Sitzungen, wenn die neue Geschäftsordnung in Kraft ist, so vorgehen können, wie du, Stefan, das vorschlägst. Ich glaube, es ist korrekt, jetzt über diesen Rückweisungsantrag abzustimmen oder noch Voten anzuhören, die sich nur zum Rückweisungsantrag äußern. Besten Dank. Möchte sich jemand zur Rückweisung noch äußern? Herr Martin Schiemann. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wenn wir das Geschäft einfach zurückweisen, geben wir keinen Auftrag. Das heißt, der Stadtrat wird dann vielleicht mit günstigeren Lösungen, vielleicht mit modifiziertem Projekt wieder erscheinen. Wenn Sie das wollen, dann unterstützen Sie diese Rückweisung. Wenn Sie aber davon, darf ich jetzt nicht sprechen, weil wir nur zur Rückweisung sprechen. Ich würde eigentlich gerne, wie das vorher gesagt wurde, eine andere Lösung vorziehen. Wenn Sie darüber eben sprechen wollen und Ihren Unmut oder Ihre neuen Ideen auch bekannt geben, dann weisen Sie diesen Rückweisungsantrag zurück. Nicht, weil Sie a priori gegen die Rückweisung sind, sondern darum, weil wir uns eben mit dieser Rückweisung die Möglichkeit, den Stadtrat eben auf eine geschicktere Bahn zu lenken, selbst vermasseln. Und deshalb bitte ich Sie, diese Rückweisung nicht anzunehmen. Das hat nichts gegen den Antrag der SP direkt zu tun, sondern ich denke, wir kommen weiter, wenn wir eben die Diskussion hier noch ein bisschen weiterführen. Martina, zur Rückweisung. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann eigentlich Stefan Hogel voll unterstützen. Ich finde es nicht fair, wenn wir nicht die Meinung aller Fraktionen gehört haben, dass wir uns ein besseres Bild machen können, ob alte Geschäftsordnung hin oder her. Danke. Gibt es weitere Voten zur Rückweisung? Sonst stimmen wir darüber ab. Darf ich die Stimmenzählung bitten? Wer dem Antrag auf Rückweisung zustimmen möchte, der nehme jetzt die Hand. Zurückweisen. Der nehme jetzt die Hand. Sechs. Gegenstimmen. Wir haben mit 36 Stimmen den Antrag auf Rückweisung abgelehnt. Wir gehen zurück zum Detail geraten. Ich habe noch in der Rednerliste eingetragen den Herrn Ignaz Hose, Herrn Brunner und Frau Arnold. Wenn wir diesen Reihenfolge weitergehen, Herr Hose für die Alternative CSD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin etwas konsterniert. Ich habe in den Sommerferien relativ unbehaftet, ich bin noch nicht so lange in diesem Rat, die Unterlagen studiert und bin also wirklich sehr erstaunt, wie hier mit getaner Arbeit und mit einem guten Projekt umgegangen wird, wie man etwas auch schlecht redet. Und ich habe weder Würme gefunden, noch den großen Wurm. Und wir werden auch den Fahnen nach den Ferien nicht in einen anderen Wind hängen. Und ich möchte weiterfahren, um es gleich vorwegzunehmen. Ich kann dieses Projekt nur loben.
Wir von der CSB-Alternativen-Fraktion waren uns schnell einig, dieses überzeugende Projekt einstimmig zu unterstützen. Und zwar, es scheint uns einmal alles zu stimmen, das richtige Gebäude am richtigen Ort mit der bestmöglichen Nutzung zu akzeptablen Kosten. Über die wird man ja sowieso noch die eine oder andere Zahl zu erfahren haben. Sowie einer vorbildlichen Gesamtwirkung für die nähere Umgebung im Quartier. Alterszentrum, Alterswohnungen ergänzen sich an diesem Ort bestens. Die zentrale Lage im Neustadtquartier ist ideal. Und immer, wer umnutzt, vollzieht auch immer einen Richtungswechsel. Aber das ist hier richtig. Man kann in diesem Zusammenhang durchaus von einem Glücksfall sprechen. Dies wurde jedoch erst möglich nach der Rückweisung und Überarbeitung der ersten Vorlage. Und hier wurde gut gearbeitet, meine Damen und Herren. Und nach dem Entscheid, das bestehende Gebäude aufzustocken, erst damit hat man die Grundlagen für das nun vorliegende, überzeugende Projekt geschaffen. In diesem Zusammenhang möchten wir dem Stadtrat sowie der umsichtigen Bau- und Planungskommission und allen vor allem Martin Spielmann herzlich danken für die Zurückweisung und für das entscheidende Mitwirken. Dieser Zwischenschritt war entscheidend und ist für das Resultat wichtig. Wenn der Slogan von Benedikt Loder stimmt, dass gute Architektur gute Bauherren erfordert oder eben wie im vorliegenden Fall einen Besteller mit klaren Vorstellungen, dann trifft das hier nach dem zweiten Anlauf bestimmt zu. Durch die Aufstockung wird das heute bestehende, etwas geklemmt und gedrungen wirkende Schulhaus passend ins Quartier eingebunden. Weiter werden die Anzahl und Qualitäten der Wohnungen sowie, last but not least, die Wirtschaftlichkeit des Umbaus entscheidend erhöht. Die gekonnte Abtreppung nach oben hin nimmt dem Gebäude die optische Schwere und lässt mehr Licht zwischen die Gebäude und in die Wohnungen strömen. Das ist vorbildlich und hier kann man wirklich von einem guten Städtebau sprechen. Das hat man beim Hauszentrum auch getan, aber da hat es nicht zugetroffen. Hier stimmt's. Wir von der CSB-Alternativenfraktion möchten uns aus diesen Gründen dem Antrag der GPK und der BPK sowie Bericht und Antrag des Stadtrates überzeugt anschließen und ersuchen Sie, meine Damen und Herren, es uns gleich zu tun. Wir freuen uns auf eine baldige und zügige Realisation und hoffen, dass das vorgegebene Terminprogramm eingehalten werden kann. Als einzigen Wermutstropfen erachten wir, dass es auch nach der Realisation dieser 18 überfälligen Alterswohnungen leider immer noch zu wenige Alterswohnungen geben wird. Wir ersuchen Sie, diesem gelungenen Projekt Ihre volle und vorbehaltlose Unterstützung zukommen zu lassen. Um den Projektierungskredit gut zu heißen. Ich hätte noch eine Anmerkung. Bitte unterlassen Sie es nun hinzugehen und WC-Anlagen oder Anzahl Waschmaschinen zu zählen. Lassen Sie es gut sein. Vertrauen wir dem Projektteam und den ausgezeichneten Architekten. Unterstützen Sie dies, wie es unser Parlament tun sollte, mit den richtigen Rahmenbedingungen und den entsprechenden weiteren Budgetfreigaben. Besten Dank. Herr Brunner für die SVP. Frau Präsidentin, geehrte Stadträte, also das ist eine spannende Debatte. Da treffen wirklich fundamental verschiedene Auffassungen für das gleiche Projekt aufeinander. Zuerst einmal die Vorstellung, drei Stadträte, die sich hier in Front begeben, dann wieder das übliche Schauspiel des Stadtrates, in dem in der Sitzung wieder neue Zahlen präsentiert werden. Das erinnert mich an Vorfälle, die in diesem Parlament in diesem Jahr auch schon passiert sind. Ich fühle mich als Vertreter der SVP-Fraktion hier sehr gut. Ich fühle mich getragen durch die bürgerliche Unterstützung der FDP, ablehnende Haltung der SP. Sie wissen es bereits, ich habe verschiedentlich mit einzelnen Ratsmitgliedern über dieses Projekt gesprochen und die SVP-Fraktion ist auch einstimmig dagegen. In der Diskussion mit verschiedenen Vertretern wurde so fast ein bisschen nachlässig gesagt, ja, das sind doch nur Privatschulen.
Und ich freue mich, dass Frau Stocker auf diesen Punkt hingewiesen hat. Also meine Damen und Herren, das sind Standortfaktoren, die wichtig sind. Wenn wir als Stadt oder eben als Staat oder Kanton dann diese Aufgaben, die diese Privatschulen wahrnehmen, dann auch noch buckeln dürfen, dann kommen also ungeheure Kosten auf uns zu. Privatschulen sind wichtig und ich muss Ihnen noch, ich gehe noch weiter, ich sage, Sie sind, es wurde bereits erwähnt von einem Vorredner, Sie stehen durchaus in Konkurrenz zum Staat und das ist auch gut so. Das ist ein guter Benchmark und ich habe dieses Schulhaus besucht. Ich muss Ihnen sagen, hat mir sehr gefallen, was ich dort gesehen habe an privater Initiative. Dann, wir müssen einfach auch in diesem Rat aufpassen. Der flammende Appell meines Vorredners Ignaz Foser für die alten Leute hat sicher seine Berechtigung. Es ist völlig klar, dass diese Fragen auf uns zukommen. Aber wir dürfen doch da die Generationen nicht gegeneinander ausspielen. Unsere Stadt ist stark am Wachsen. In den letzten paar Jahren, ohne hier jetzt die Zahlen runter zu haspeln, aber es ist völlig klar, dass diese Bautätigkeit eben auch infrastrukturelle Nachfrage von Schulraum nach sich ziehen muss. Und da muss ich Ihnen sagen, da fehlt, also ich bin jetzt auch nicht so lange im Rat, wie übrigens mein Vorredner, aber mir ist nicht bekannt, wo diese Schulraumplanung ist. Die müsste dringend gemacht werden. Und dann kommt noch dazu, überhaupt infrastrukturell, ich gehe über die Schulraumplanung hinaus, es kommt mir so ein bisschen vor wie in der Pflästerli-Politik. Dort ringt ein Dach, da müssen wir sofort einen Wettbewerb starten, nicht? Oder dort ist gerade ein Bedürfnis nach Kultur, müssen wir sofort einen Wettbewerb machen und wir tun sofort auch den Kanton noch antreiben, dass er da die Richtpläne ändert. Also so wird doch keine Politik gemacht. Und ich möchte diesem Stadtrat doch ein bisschen den Wunsch auftragen, dass wir alle die Bedürfnisse, und es gibt viele Bedürfnisse, sie reichen vom Sport, von den Turnhallen, über die Schulen, aber eben auch in die ganze Altersversorgung hinein, dass man das gemeinsam doch macht. Und ich meine, wir haben gerade vor ein paar Monaten 65 Millionen bewilligt, wir werden noch über dieses Frau Steinmatt heute diskutieren. Der Rat hat für mich zwar unverständlich, aber er hat 20 Millionen für das Klösterli gesprochen. Wir werden in ein paar Jahren uns diskutieren über den Umbau des Altersheims Waldheim. Und ich denke einfach, wir sollten jetzt da nicht einen Schnellschuss starten und diese Privatschulen dann auf die Straße stellen. Im Übrigen ist es völlig klar, was passieren wird. Es wird dann sofort die Forderung auch von irgendeiner Gruppe kommen, wir müssen jetzt für diese Privatschulen auch wieder eine Lösung finden. Also irgendwo braucht es ein Gesamtkonzept, wie in dieser Stadt weitergemacht wird. Und das wird sicher, das geht über diese Legislaturperiode hinaus, da bin ich mir so durchaus bewusst, aber es hat einfach den Anschein. Dort wird wieder am Kohlingplatz schnell etwas gemacht, da merkt man wieder, aha, da hat es ja noch wieder Einsprecher und so weiter. Also dieses Projekt, ich bin durchaus mit Ihnen einverstanden, Herr Foser, es hat gewisse Stärken, ich gebe das zu, architektonisch, aber für dieses Geld, für 12 Millionen bzw. fast 13 Millionen, das ist ja der Betrag, über den wir beim Haus Zentrum abstimmen. Also beim Haus Zentrum wurden genau die gleichen Fehler gemacht. Kein Mensch diskutiert. Gut, also. Ich möchte nicht noch lange werden, die wesentlichen Argumente wurden von beiden Vorrednern gemacht. Ich danke auch Stefan Moos für sein relativ klares Votum. Ich habe mir da ein paar Strichworte aufgeschrieben, die er genannt hat. Umstritten, schlecht angefangen, Wurm drin, Planungsleiche, das war sehr diplomatisch ausgedrückt. Die SVP-Fraktion empfiehlt Ihnen ein klares Nein zu diesem Projektierungskredit von 680.000 Franken. Frau Arnold für die CVP. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die CVP hat keinen Wurm gefunden und das Projekt ist für uns absolut kein Schnellschuss. Was lange währt, ist sehr